Ja, so eine kleine Eisprinzessin. Mit ihrem Look, der uns ein wenig an Disneys Elsa erinnert, begeistert Franziska Knuppe beim DKMS Live Dream Day in Berlin. Dabei macht sie zugleich auf ein wichtiges Thema aufmerksam, als sie Krebspatientin Tina beim Gang über den Yellow Carpet begleitet. Das ist ein ganz liebes Mädchen, die ist ganz aufgeregt gewesen, die hat ein bisschen gezittert auch. Ich musste ihr versuchen, so ein bisschen die Angst zu nehmen, aber wir quatschen gleich nochmal in Ruhe. Dafür haben wir jetzt auch Zeit. Dream Big lautet das Motto des Abends. Da fragen wir natürlich auch die Potsdamerin nach ihrem großen Traum. Ich habe keine materiellen Träume, weil ich natürlich durch meinen Beruf auch viel erleben darf bzw. auch erfahren darf. Für mich ist wirklich wichtig, dass es meiner Familie gut geht, gesundheitlich gut geht. Also meiner Tochter, meinem Mann, meiner Mutter, alles was so noch dazu gehört, dass wir einfach ja, glücklich sind. Und das ist eben das Glück, was für mich dann wichtig ist. Und dieses Glück nimmt sie nicht für selbstverständlich, denn das Model war in der eigenen Familie bereits mit Krebserkrankungen konfrontiert. Mit Tochter Mathilda spricht Franziska deshalb ganz offen über das Thema. Auf jeden Fall, also sie hat es ja selber mitbekommen, sie war damals 3,5, als ich meinen Vater, also ihren Opa verloren habe, eben auch durch Krebs und sie weiß von Anfang an, was das bedeutet. Auch familiär hatten wir einige Fälle auch, sie weiß genau, wie man auch damit umgehen kann, dass man eben sich auch nicht verstecken muss, dass man den Menschen auch helfen muss, beziehungsweise auch aufbauen und positiv entgegentreten muss. Und da ist sie gut mit dabei.